Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Darf ich mal deinen Rüssel anfassen? Ja, bitte. Klang so falsch. Das war der Sinn dahinter. Wir rennen über Stock und Stein, das wird lustig. Riggler. Riggler rennen, let's go. Ja, wir haben ausgehend noch die eine Flagge eben kurz geholt, zwischen den Aufnahmen. Über Stock und Stein. Okay, wir müssen einfach nur schneller sein wahrscheinlich. Welcher ist hier vor Rennen? Da, guck mal, da ist nochmal ein Pilz für dich. Wie renn los! Denn? Wer einen Held verliert! Guck mal, der Wickler hat Rollschuhe an! Ey, das ist unfair! Nein! Wir schaffen das, Sunny! Guck, er läuft schon vor Angst weg. Und bringt dich um. Oh, diese Lecks. Diese Lecks sind echt teilweise echt nervig. Ja, wie gesagt, Parsec, ne? Ja, das ist halt echt störend. Ey, Hilfe, Hilfe! Oh Gott, war das knapp. Hier auf ihm kann ich nicht reiten. Gewonnen! Guck mal, wir kriegen dafür einen Wundersamen. Wundersamen erhalten. Großartig, wir haben ein Wigglerrennen gewonnen, eine Spezialität des Blumenkönigreichs. Und Wiggler war sogar so nett, uns zum Sieg ein automatisches Superpilz-Abzeichen zu schenken. Ach, wir haben ein Abzeichen bekommen? Durch dieses Abzeichen erhältst du die Effekte eines Superpilzes, wenn du ein Level beginnst. Ach, so gesehen immer groß. Möchtest du es gleich verwenden? Später. 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 Momentan finde ich das Fallschirmding praktischer. Ja, die 14 haben wir, ne? Oh nein, sie haben sogar den örtlichen Palast erobert. Dort wird einer unserer wertvollen Königssamen aufbewahrt. Oh. Wir müssen etwas unternehmen, bevor sie ihn für ihre schändlichen Zwecke verwenden. Da unten, das sieht aus, als ob man dann ein Abzeichen bekommt. Ja. Warte, Superpilz? Ja, mit einem Superpilz Power-Up. Okay. Wahrscheinlich gibt es sowas auch nochmal für den Elefanten und die Feuerblume. Na, gut möglich. Klimmsprunge. Abzeichentest. Springe gegen eine Wand und drück dann B, um einmal direkt nach oben zu springen. Okay. Also funktioniert aber nur einmal. Wir müssen so dann wahrscheinlich hier hochklettern. Ach, da ist was Leckeres. Muss da hin? Tief durchatmen, du schaffst das, Sunny. Warte, noch nicht ins Ziel gehen. Hier ist irgendwo noch eine weitere Münze. Was für eine Sprungkunst. Ja, Abbe da. Okay, gut ziehen. Das war ja easy. Lecker, lecker. Bye bye. Ja, bye bye. Das sind immer so schöne Bilder. Wohin führt die Röhre? Das wäre jetzt die nächste Idee. Toll gemacht, wir haben uns sogar tatsächlich das God of Winter geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Es war praktisch, aber erstmal noch nicht. Nee, bisher finde ich das andere auch besser. Wahrscheinlich bei irgendeinem Level gut brauchen können. Oh. Unten sind noch zwei. Blick in die Sterne. Interessierst du dich für die Sterne eines Levels?
Level, die viele Sterne haben, können eine große Herausforderung sein, aber lass dich davon nicht abhalten. Okay, wieso? Kampfparty, ein Level und ein Spike-Versteck. Machen wir die Kampfparty mal zuerst. Ja, die klingt interessant, hätte ich jetzt auch gesagt. Kampfparty Röhrenfels-Arena. Besiege alle Gegner. Wenn du alle Gegner besiegst, hast, bist du besonders schnell. Erhältst du zusätzliche Belohnungen. Bist du es allein oder gemeinsam mit Freunden? Da ist ein Power-Up für dich. Da ist ein Power-Up für mich. Ich wollte eigentlich die Feuerblume haben. Nämlich die hier. Ich glaube, wir müssen in die rote Röhre. Wie der sich durchzwängt. Das ist immer wieder cool, ja. Hüpfste müssen wir besiegen. Können uns die aufteilen. Ich gehe unten lang, du oben. Jo. Ich passe gerade so durch. Hast du viel zugelegt, du bist zu dick geworden. Auch nur die Stiere. Können wir die einfach in den Abgrund locken? Sollte gehen. Hat gezählt. Hab ein. Ich bin wieder tot. Ich glaube, der rennt in den Abgrund. Ja, der ist in den Abgrund gerannt. Warte, komm, komm. Wie schön, dass sie sich selber umbringen. Wir brauchen gar nichts machen. Wir sind beide klein. Juhu. Oh, meine. Oh, lecker. Ach, je schneller man ist, umso mehr von diesen Zehnermünzen kriegt man. Guck, da oben steht's. Für 180 Sekunden, 20, 120, 70. Die muss man unterbieten. Ja, das haben wir ja hinbekommen. Ja, das war ja Schwierigkeit 1. Das wird später schrecklich. Bestimmt, bin ich mir auch sicher. Oh Mann. Warum hast du schon wieder eine Feuerblume? Spike versteckt im Röhrental. Wir machen heute auf jeden Fall noch das eigene Schlosslevel, aber erstmal hier die unten. Mhm. Yoshi, Mopsi nutzen wir nicht. Ich wäre fast in den Stachel rein. Warum leuchtet es hier? Weiß nicht. Hat wohl nichts zu bedeuten. Spike will uns doch nur Böses. Ich sag's doch. Oh, Röhre! Bin nur zu doof zum Hüpfen. Ich glaube, hier bräuchte man eigentlich den Elefanten. Kommst du auf die Idee? Warte mal, in dem im Fragezeichenblock, da ist doch bestimmt ein Elefant drin. Kurz zurückgehen. Erstmal den umbringen. Nee, offenbar nicht. Ich war mal so nett. Jo. Wir sind Fire Bros. Oh. Oh, guck mal, da ist die. Ich hasse die Lexi. Wegen der Lexi habe ich meine Feuerblume jetzt wieder verloren. Ich kann dagegen nichts machen. Passt. Alles gut. Ja, und wegen der Lex bin ich wieder gestorben. Es ist schön, dich immer als Geist zu sehen. So gefällt es mir am meisten. Ich hab mir das gedacht, dass das wieder sowas ist.
Oh, guck mal, da ist ein Peach-Symbol. Dem Block. Dann brauchen wir wahrscheinlich Peach. Oh, da ist ein Zeichen, Peach hat die gegönnt. Oh, guck mal, die Zehner haben die alle. Wahrscheinlich wieder Elefant. Wir sind zu schwer für das Ding. Die Röhrenphysik in dem Spiel ist auch interessant. Mhm. Hä? Noch 100 Pro was übersehen. Muss doch irgendwo noch so ein Teil sein. Wir hätten echt einen Elefanten dafür gebraucht. Ja, wahrscheinlich. Können wir hier nochmal hingehen, wenn wir einen Elefanten haben? Ja. Ich liebe die Bilder einfach, die man hier bekommt. Ja, ich habe mir ja Glück und in einem anderen Level kriegen wir einen Elefanten. Hören liege ich im Sumpf. Ach, guck mal, der schiebt die Röhren. Schwierigkeit 3, okay, jetzt wird's schwieriger. Guck dir mal die Schnecken an. Du hast nichts gesehen. Ich habe wirklich nichts gesehen. Musste die Elefantenbogen retten. Ich krieg dich. Alter! Diese Lags. Ich bin so froh, dass wir dadurch kein Leben verlieren. Sondern erst wenn. Guck mal, hier ist eine große Schnecke. Schneck. Wir sind Elefanten, wir haben mehr Kraft als du. Oh, eine Zähnemünze. Nee, wahrscheinlich müssen wir das wegschieben. Ich bin stärker! I'm better! Ey! Das war's wert. Endlich konnte ich dich behindern. Du hast dich für das Gemeinwohl geopfert. Genau. Hey, hol mich. Du hast dich für eine bessere Sache geopfert. Das reicht. Das reicht aus. Guck mal, da oben ist eins für Yoshi. Ich beschütze dich, Bro. Der Bildschirm hat mich gekillt. Wem von beiden sollen wir helfen? Weg hat sich aufgetan. Wir haben verstanden, die Lex nerven dich. Ja. Sag mal! Ich wollte nicht beide einsammeln. Fettsack! Oh. Nee, ich sehe, was wir falsch gemacht haben. Ah, ja, I see. Warte, tu es nicht. Damit wir an der Flagge hier rauskommen. Wir kriegen ja hier instant nochmal das Power-Up. Ach so. Können wir direkt an derselben Stelle nochmal. Ein Leben können wir ja ruhig wegwerfen. Jo, wir haben genug. So, schieb du dann gleich die obere.
Okay, jetzt wird's lustig. Hey! Ich beobachte. Also ich finde es immer lustig, sobald das Teil aktiv ist, ne? Mhm. Keine Sorge, hab noch mal welche gesaved. Die Kamera hat mich gerade umgebracht. As usual. Bitte, bitte nicht! Bitte schieb mich nicht ab! Du wurdest abgeschoben, ich wurde abgeschoben. Der Buben war dabei, mich abzuschieben. Ja, mich hat er abgeschoben. Oh, verdammt, ich wollte eigentlich dumm durch. Ja, ja, du schaffst es. Jetzt haben wir den Elefanten, jetzt können wir bei dem einen Level nochmal holen. Jo. Und dann würde ich sagen, das Schluss heute noch. Genau. Klingt nach dem Plan. Übrigens, wenn man mit Wasser hier am Ende rauskommt, das haben wir bei dem Offscreen-Run gesehen, und dann übergießt man den noch ein bisschen mit Wasser. Vielleicht schaffen wir das ja nochmal onscreen. So, dann suchen wir mal hier die erste. Ich will die Feuerblume. Danke. Ja, ich muss aufpassen, dass ich keine Feuerblume einsammle. Ich hätte was mit dem Elefanten rausgeprügelt. Weil dann kann man hier nämlich durch ja schlagen. Mhm. Okay, das war's nicht. Komm mal rüber, komm mal rüber, komm mal rüber! Ja. Hier ist nichts versteckt, oder? Nee. Okay. Gut, das wollte ich einfach nur überprüft haben. Dann gehe ich mal zurück und teste an der einen Stelle. Ja. So, hier müsste jetzt Wasser kommen. Genau, und damit kann ich jetzt die hier bewässern. Ja, guck mal, die muss es sein. Nee, hier ist ein Ab. Kommst du vielleicht über den Block dann da auf die andere hoch? Habe ich gerade versucht. Okay. Zygodex ist gefunden! Ich hab's doch gesagt! Ich hab's doch gesagt! Aha! Ich hab dir das gerade gegeben. Hey! Ich glaube, wir müssen einfach nur überleben. Nee, wir müssen die auch ausschalten. Oh, ach, komm schon. Da oben ist es. Ach, sie ist runtergefallen. Das war der Samen, den wir nicht gefunden hatten. Ja. Einfach so ein random Möhre, die in den Untergrund verschwindet, einfach. Du schaffst es, ich glaube an dich. Nope. Damit haben wir den anderen Wundersamen hier. Ciao. Oh, das ist ein richtig schönes Bild, ey. Liebe die Bilder hier. Ja. Du hast so ein paar Bilder für deinen Thumbnail gefunden, ne? Ja, vor allem, ich kann sie mir auch noch im Nachhinein holen. Hm. Da ist auch nochmal ein Level. Um Gottes Willen. Oh Gott. Okay, wir nehmen das Level jetzt hier noch als finales Level, Leute. Ja. Mann, das können wir uns nächstes Mal antun. Oh ja. Wird wahrscheinlich erst der Boss fight. Palast der Röhrenfelswiese. Mhm. Oh.
Was ist das denn bitte? Ein Schloss? Eins von Bowser-Schlössern? Ich glaube, er meinte den Tentakel. Ach so. Oh, Knochen Goombas? Auch sehr interessant. Das ist neu. Ah. Also die tragen nur den Knochenhelm, aber trotzdem. Kommt die grüne Grütze immer näher? Oh, guck mal, ich schleudere den Hammer einfach zurück. Einfach die Hämmer zurückwerfen. Lustig. Nein. Hm. Wir twisten einfach mittlerweile jede Röhre. Die sehen nicht gesund aus, die Goombas. Wie die so kurz machen, wenn man denen den Helm unterjubelt. Aua. Die freuen sich gar nicht, ihren Helm zu verlieren. Nee. Und da ist die Blume. Okay, wie kommen wir da dran? Einfach hier unten durch? Komm. Achso, sonst hätte ich gedacht. Vielleicht, dass man einmal das hier verschieben muss oder so. Als Elefant. Wäre jetzt mein anderer Gedanke gewesen, sollte das, hätte das nicht funktioniert. Oh, hast du gesehen? Die Mütze ist nicht mitgekommen. Er hat sich die Mütze doch wieder geholt. Das wird jetzt bestimmt schrecklich. Um Gottes Willen, die Welt fällt runter. Ich glaube, wir haben nicht unendlich Zeit dafür, deswegen sprinte ich ein bisschen. Alles gut. Oh, ich wurde zerquetscht. Das ist die nächste Szene. Das war's wert. Worth it. Ich glaube, hier wäre dieser Klimmsprung. Ich wollte gerade sagen, der Klimmsprung wäre vielleicht nicht allzu verkehrt hier. Wir müssen die Münze aber nicht nochmal einsammeln. Der Hammerbruder kann einem leid tun. Ja. Der hat gerade richtig eins auf den Deckel bekommen. Fehlt nicht noch eine Münze? Irgendeine zwischen. Ja. Ich suche die danach. Und mache einen Screenshot, den ich hier einblende. Oh. Lass mich. Ah. Ich wusste es. Wir haben einen Ersatz gefehlt. Okay. Es muss ja auch irgendwie ohne möglich sein. Erster Platz. Jo. Oh, ist der Junior. Hallo Junior. Was, Kraftschiffe, du kannst mich aufhalten? Na gut, dann lass uns spielen. Papas Wunderkraft ist hier überall. Du hast absolut keine Chance gegen mich, aber es macht sicher Spaß, sie beim Ballieren zuzusehen. Ist das noch wie früher, dass wenn man spinnt, keinen Schaden kriegt auf ihm? Das müssen wir mal ausprobieren. Oh, da passiert was mit ihm. Was zum? Oh, wir sind größer! Komm her, wenn das Ding. Okay, man kann nicht auf ihm so rumspinnen. Ist das nicht eigentlich ein Nachteil für ihn? Na, weiß ich nicht. Er ist halt sehr viel agiler dadurch. Oh, scheiße. Oh nein. Was hast du gesagt? Ja, der Klimmsprung ist hier echt praktisch. Boing. Ich glaube nicht, dass man auf dem Boden stehen will, während der aufstampft. Ich bin auf seinem Kopf rumgesurft. Einfach. Ciao. Ciao, Junior. Ich glaube, mit dem Elefanten wäre das 10-mal einfacher gewesen. Möglich. Oh. Ich glaub, ich Königssamen erhalten. Ich will beißen.
Schönes Bild. Das ist ein schönes Schloss. Mhm. Ja, stehen in voller Blüte. Geistig bei den Pikmins. Bist du? Ich habe keine Ahnung, das ist wahrscheinlich, das ist so wie es ausschaut, der Erzähler. Und so gelang es Mario und dem Prinzen, den Palast zurückzuerobern. Mit den Geräten. Oha, Luigi wird einfach wieder ignoriert. Wenden Sie sich wieder Bowser zu, der mit dem Schloss verschmolzen ist. Ja, Luigi kriegt nie irgendwie Liebe von seinen Wickern. Können Sie Bowser aufhalten, bevor er seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt? Bis später. So, und da ist das nächste Gebiet. Ja. Die Blüteninseln liegen direkt vor uns. Dieses wunderschöne Archipel ist das Herz des Blumenkönigreichs. Los, schnappen wir uns diesen Bowser! Ja, aber vorher machen wir beim nächsten Mal erstmal dieses ultraschwere Level da. Oh, guck mal, wir sehen hier die ganzen Welten. Hm. Ich wollte zählen, wie viele es sind. Das Spiel sagt nein. Ach, du hast gar nichts gedrückt? Nö. Dieser Bowser muss doch hier irgendwo stecken. Hey, ist das etwa? Überhaupt nicht zu übersehen, ne? Nee. Meine Piranha-Wolken werden alle stören, Friede. Ah nee, warte, Bowser, was hast du? Entschuldigung. Meine Piranha-Wolken werden alle stören, Friede fernhalten. Ich wollte dich einfach nicht unterbrechen. Alles gut. Deshalb kann ich mich ganz darauf konzentrieren, jedes noch so kleine bisschen Wunderkraft zu sammeln. Sobald ich genug für ein großes Wunder habe, wird die Welt mir gehören. Das ist ja furchtbar. Können wir denn gar nichts tun, um ihn aufzuhalten? Wir können hüpfen. Oh, was passiert denn jetzt? Wir erfahren jetzt, wofür wir die sammeln. Wahrscheinlich, um ihm seine Kräfte zu nehmen. Vermutlich, ja. Ja. Ah, in jedem Königssamen verschwindet einer von den Piranha-Wolken. Das heißt, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Welten vor uns. Wo ist denn die Piranha-Wolke hin? Was habt ihr getan? Aber Königssamen. Luigi steht da einfach nur. Solche Macht! Nur durch einen einzelnen Königssamen! Aber natürlich, das ist die Antwort, nach der wir gesucht haben! Ich muss dich um etwas bitten, einen sehr großen Gefallen. Würdest du mir helfen, mehr Königssamen zu finden? Sie sind unser größter Schatz. Das machen wir doch gerne. Sie sind unser größter Schatz und ich glaube, dass wir mit ihrer Hilfe das Blumenkönigreich retten können. Die Königssamen werden die Piranha-Wolken vertreiben, die Bowser umkreisen. Wenn es uns gelingt, sie alle loszuwerden, können wir Bowser erreichen. Ich freue mich ja so, vielen Dank! Gut, dann sollten wir gleich zum Wölkchengebirge nördlich von hier aufbrechen. Guck mal, hier sehen wir nochmal so eine Overworld. Ein bisschen. Mhm. Deiner. Es gibt einen Königssamen im Palast an seinem Gipfel. Ich finde das auf jeden Fall mit den Abzeichen mittlerweile richtig cool, ne? Ja, die Idee ist geil. Okay. Ich würde gerne nochmal diese Overworld einmal sehen, wenn es möglich ist. Also über den Röhrenfelswiesen. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade noch 6 weitere Welten. Also insgesamt gibt es 7 Welten hier ungefähr. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich mache einfach später einen Screenshot in der Hinsicht, damit man das genauer anschauen kann. Das hier werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal noch angehen, bevor wir mit der neuen Welt anfangen. Das wird ein Spaß. Guck mal, wie fröhlich die gucken.
Die freuen sich schon drauf, uns das Leben mehr schwer zu machen. Die haben Lust auf den nächsten Part. Das wird bestimmt schrecklich. Wenn ja schon Schwierigkeit 4 steht, vor allen Dingen, ist das der höchste Schwierigkeitsgrad oder kommt da noch mehr? Ich weiß es nicht, das werden wir, das werden wir aber sehen. Da noch ein paar Sterne hinpassen. Halt. Ja, das werden wir wohl in 4, 5, 6, vielleicht auch mehr Parts sehen. Aber wir werden es herausfinden im Laufe des Let's Plays. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao! Bis zum nächsten Mal!